Om Namah Shivaya. Mutter, Vater, Sohn, Schöpfer Gott, dein Wille geschehe. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Daikon Mio, Daikon Mio, Daikon Mio. Heilung, Heilung, Heilung. Om Shanti, Gottes Frieden, Gottes Frieden, Gottes Frieden. Von der Kraft des Lichts, von der Sonne, die strahlt, bist du in dir erwacht. Vater und Mutter sind nun in dir vereint. Und du bist die Kraft, die er schafft. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Gottes Frieden, Gottes Frieden, Gottes Frieden. Atumba Atashaten, die Erde grüßt euch. Oshono Keo. Nukushunikia ananonoto, Matia nonokoi eshnatia, Manana, Boyenata. Ihr all seid all gekommen, zu ihr in die Kraft des Schoßes. Ihr all seid heute zu ihr gekommen, zum Frieden, zur Freude der Seele in den Schoß. Und wie schön ist es, hier zu sein. Ja, sie hat so das Gefühl, dass die Zeit immer näher rückt und wo wir alle immer näher zusammenkommen. Auf die eine oder andere Weise. Es ist schon sehr besänftigend und sehr beruhigend, eure Nähe zu spüren und eure Liebe zu spüren, die von einigen von euch sehr stark ausgeht und Verbindung schafft, wo immer ihr seid. Wenn du gehst den Weg zur Mutter und du gehst den Weg in einer bestimmten Zeit deines Lebens oder des Lebensabschnittes, in dem du dich jetzt gerade befindest, so hast du gerade mal deine Jahre, also die du vielleicht gerade mal so wahrnehmen kannst. Doch was kannst du wirklich aus der Vergangenheit wahrnehmen? Wie weit reicht das, also dein Gedächtnis zurück? Wie weit reicht dein Gedächtnis zurück, dass du dich als Ganzes wahrnehmen konntest? Und da glaubtest du, ja, deine Lebensspanne von deiner Geburt bis zu deinem Tod, dass du da alles behältst. Jedoch glaubst du das, was vorher war, was du nicht mehr weißt? Nur gigea na ti yo to koma pae leke wa pa ti di shu to koma ma mo to ti shu na to koma.
Ja, Enthüllungen aus deiner Vergangenheit, sie werden sich in deinen Träumen offenbaren und in deiner Persönlichkeit. Warum du so denkst, wie du so denkst, woher deine Gedanken kommen, es wird sich dir immer bewusster werden. Ja, es sind auch einige Enthüllungen, die dann bei dir auftreten werden, wovon du geglaubt hast, dass sie so wären, doch in Wirklichkeit sind sie es nicht, die hat man dir nur erzählt. Auch über deine Kindheit, über deine Vergangenheit. Manche Dinge werden dir bewusst. Es ist jetzt Zeit dafür. Deine gesamte Lebensenzyklopädie, deine gesamte Lebensenzyklopädie wird dir bewusst werden, soweit du dich zurückerinnern magst, um Zusammenhänge zu verstehen, die dein Leben ausgemacht haben. Und es wird dir Einblicke geben, diese kommende Zeit, die jetzt ist. Also es ist eine unglaubliche Entwirrung, die dann stattfindet. Die Enthüllung einer großen Kraft ist das, dass du weißt, wo dein Ursprung ist, was dich so gemacht hat, wie du heute bist, und das ist ein wichtiger Aspekt, um Zusammenhänge zu erkennen in deinem Leben und in deinem Umfeld, vielleicht von deinen Partnern und deinen Kindern, warum sie so ticken oder so funktionieren in dieser Welt, um Einblicke zu haben, auch in deine Persönlichkeit, warum du diese oder jene Krankheiten in dir trägst. Das kommt also aus alten Programmierungen heraus, die dir jetzt bewusst werden. Ihr enthüllt eure eigene Heiligkeit. Ihr enthüllt die Botschaft der Seele. Das ist ein großes Geschenk, das euch zuteil wird. Denn um zu leben wie ein Mensch, bedarf es ein Verstehen eines Menschen. Das bedeutet gelebte Menschlichkeit. Ihr habt nicht umsonst das ganze Karma auf euch geladen und sind nicht umsonst durch so viele Leben gegangen. Die Seele ist wie ein beladenes Schiff mit Juwelen, mit Schätzen, ohne Zahl, besonders diejenigen, die besonders viel Tiefgang in ihrem Leben hatten. Also alles, was geschehen ist in deiner Vergangenheit, es ist ein Reichtum, der dir jetzt eingetauscht wird. Also du darfst dieses alte Zeug da abgeben.
deine ganzen Erfahrungen, die du hast, und bekommst dafür also einen Gegenwert, einen reellen, der für dich gut ist, was du halt brauchst zum Leben. Also es ist so eine Art in sich eine Eigenschau, ein in sich anschauen, was dich ausmacht und was dein Wesen wirklich ist und ob du damit zufrieden bist und woher du glaubst, dass du so manche sogenannte Macken hast. Das also sich mal hinterfragen. Das sind erste Schritte dafür. Und so wie du deine Gedanken auf etwas richtest, so wird dir auch Antwort gegeben werden. Die Zeit ist dafür reif, also wenn du wirklich in dich forschen willst, solltest du dir Ruhe gönnen. Und das ist diese Schnelllebigkeit, in der wir gerade jetzt auch uns befinden, die hat also damit etwas zu tun. Ihr lebt teilweise Vergangenheit und Gegenwart. Und manche sind sogar noch in der Zukunft auch noch beschäftigt. Also das eine ist, dass noch da ist, was ihr verspürt auch als Mensch sein, und das andere ist das Neue, das ihr jedoch auch verspürt, jedoch auch auf einer ganz anderen Ebene, und das ist, dieser Zeitabstand wird immer geringer. Und dazu sind halt auch gewisse Ruhetage vom Universum auch vorgesehen, wo die Menschheit träge und müde wird. Und sie sollte an diesen Tagen also nichts tun, denn da wird sehr viel in eurem Bewusstsein gearbeitet. Und manche, die also jetzt schon sehr weit auf dem Weg sind, die schlafen auch in der letzten Zeit sehr viel, beziehungsweise halten Ruhe für sich. Und das also transportiert oder fördert den Wandel. Also deine Erfahrungen und deine Erkenntnisse werden mit anderen Erfahrungen und Erkenntnissen, die andere Menschen machten, also auch abgeglichen für die neue Welt. Also die neue Welt entsteht in unserem Bewusstsein, in unseren Köpfen. Es sind übermäßig hohe Frequenzen um uns herum. Also die sind also so fast schon abnormal, dass ein Tinnitus oder ein Pfeifen in den Ohren schon fast bei jedem normal zu sein scheint. Jedoch diese hohen Frequenzen, die haben also auch Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Körpers. Wenn der Körper nicht so beleibt ist, werden die Frequenzen niedriger und das Pfeifen hört auf. Das ist ein Umkehrprozess, der gerade jetzt stattfindet. Also du brauchst nichts zu tun dafür. Es wird sich jetzt aus sich etwas herausgeschehen,
Eure Körper werden sich also leicht verändern. Das bedarf jedoch auch Ruhe, die dieser Körper haben soll, um diese Veränderung auch anzunehmen oder mitzunehmen. Es geht ja heute sehr auch unser körperliches Wohlbefinden in dieser Zeit. Denn allzu viel Theorie, warum etwas oder wieso etwas, was geschieht, das hat noch nicht viel geholfen, als ich gesagt habe. Ein weiter Weg, ein Weg, den dieser Körper gegangen ist, mit den Jahren, die du auf dieser Erde also verbracht hast, in diesem Körper-Geist-System. Die Jahre, die du ja sozusagen dich ausgereift hast, eine bestimmte Reife erfahren hast. Und dabei spielt Alter keine Rolle. Denn auch junge Menschen können sehr viel Erfahrung in sich tragen. Und ja, es ist gerade jetzt die Auslese, die auch euer Körper bahnen, was für euch wichtig ist in Gedanken. Welche Gedanken euch jetzt gerade beschäftigen, die auszusortieren und warum denke ich diese Gedanken, will ich diese Gedanken weiter pflegen. Und ich soll euch sagen, ich habe in der letzten Zeit also etwas Schlafbeschwerden gehabt und ich wurde also im Traum, wurde ich umgebracht und der Michael ist total aufgeschreckt und war total fix und alle. Ich muss unglaublich auch gekämpft haben mit dem Leben. Ich habe kaum atmen können und diese Dinge, die sind also, momentan sagt die Mutter, im Kosmos auch mit drin. Und dann soll ich sagen, was ich getan habe, um wieder schlafen zu können oder dass ich auch die nächsten Nächte ruhig war. Ich habe immer gesagt, also mir gedacht, ich atme lieber ein, ich atme lieber aus, ich atme lieber ein und atme lieber aus. Bei diesem, wenn du das sprichst, dann denkt das Hirn gar nichts anderes mehr. Und das ist also eine gute Voraussetzung, um gut schlafen zu können. Habe ich gut erklärt, sagt die Mutter. Die Körperlichkeit, die wir jetzt gerade empfinden, ist dieser Tag-Wach-Zustand, wo also nicht klar definiert werden kann für den Körper, ob es jetzt Tag oder Nacht ist. Also er geht gerade durch verschiedene Phasen, auch des Nachts über, die uns glauben machen, dass Tag wäre. Also der Tag wird zur Nacht und die Nacht wird zum Tag. Also so ist es zu verstehen, dass die dem Bewusstsein ist es egal, sagt die Mutter, wo du dich gerade befindest.
Und das ist ein Schritt gewesen, der notwendig war, also euer gesamten Tag etwas zu verdrehen. Entschuldigung, bitte. Euren gesamten Tag etwas zu verdrehen, und das ist halt auch etwas, wo ich sage, Also es sind starke Kräfte, die momentan in unser Körpergeistes hinwirken, also die bei Tag und Nacht eure Aufmerksamkeit irgendwo brauchen, um ein Ja oder ein Nein zu bekommen. Und zwar ein bewusstes Ja oder Nein. Ihr werdet sozusagen innerlich abgefragt in Begebenheiten, die euch am Tag passieren. Möchtest du das noch oder möchtest du das nicht mehr? Und mal zu hinterfragen auch, warum hältst du daran fest? Das ist jetzt das, was die Mutter sagt, das würde sie uns als Tipp noch geben. Frage dich, warum hältst du daran fest? Und somit lösen sich alle Enttäuschungen auf, die damit zu tun haben. Warum hänge ich da noch dran fest? Warum glaube ich das? Warum bin ich davon überzeugt? Und das sind diese ganzen karmischen Ereignisse, die du erlebt hast, die damit zu tun haben, warum du an etwas vielleicht noch festhältst. Und das ist eine recht gravierende und zum Teil zerstörerische Energie, da noch mit dran hängt. Das sollte dir bewusst sein. Ja, und alles, was nicht in Liebe und in absoluter Harmonie gereift ist, das wird sein Ende finden. Es wird dir nur noch mal gezeigt, falls du da nicht losgelassen hast. Sein inneres Loslassen, ein totales Vergessen der Vergangenheit. Du ziehst es also immer wieder an und es wird in dein Leben kommen und es wird sich dir nochmal zeigen, so wie du dich hinwendest. Also wir sind sehr wohl kraftvoll auch in der Dunkelheit wie auch im Licht, das nicht vergessen. Bist du in deiner Persönlichkeit in der Vergangenheit oder in der Gegenwart oder im Jetzt? Dabei wird es sehr wichtig sein, im Jetzt zu sein und nicht mehr in der Vergangenheit, denn die Vergangenheit wird sich dir immer wieder zeigen, als die, die du erwartest, also aus einer Begebenheit heraus. Und das sind gerade jetzt sehr stark auch die Energien in diesem Jahr und in diesem Vollmond besonders. So wie das eine an Stärke zunimmt, so nimmt auch das andere an Stärke zu. Im Spiel der Dualität ist es dann, nennt sich das dann ein Ausgleich. Und das scheint sehr wichtig zu sein für uns Menschen. Wenn beide gleich stark auf der Erde vertreten sind, ist die Dunkelheit und das Licht sozusagen auf einer Höhe miteinander. So
so werden einige, ja, die vermeintlich im Licht waren, werden zur Dunkelheit wechseln. Und Menschen, die vermeintlich in der Dunkelheit waren, werden ins Licht wechseln. Das ist jetzt die Zeit, wo Enttarnung stattfindet. Und ja, es ist halt dann so, wo das dann überwiegt, der Teil wird halt dann verschwinden. Und es sei Licht dann überall auf Erden. Und das ist eine sehr dramatische Zeit. Aber nur für die, die im Außen sind und die im Außen ihr Heil suchen. Also wird es eine sehr schreckliche Zeit werden, eine dramatische Zeit. Also bleibt bei euch, bleibt bei euch und bleibt in der Ruhe. Also es kommen Trugbilder auf diese Erde, denen du also widerstehen kannst. Und wenn du im Licht bist, wirst du sie erkennen, dass es nur ein Trugbild war. Du sollst dir vorstellen, du bist, jemand bietet dir etwas an zu kaufen. Und dann kommt es darauf an, wie sehr du in der Stille bist und in der Ruhe, um das abzuchecken. Das kaufe ich nicht oder das kaufe ich oder das mache ich oder das mache ich nicht. Und das sind halt eine Menge Trugbilder gerade auf der Erde, die einem da was vorgaukeln. Und du stehst schon so sehr im Licht, du Lichtwesen, dass du das also ohne weiteres also abchecken kannst. Denn wenn da irgendetwas zustande kommen würde, ein Vertrag, der würde schon gelöst werden, aufgrund deines Lichtes, das diesen Vertrag beleuchtet. Also es kommen keine Verträge zustande in der nächsten Zeit, die nicht sollen. Und das ist ein tiefes Eintauchen in unser Bewusstsein, das wir gerade bis März erfahren werden. Der März des Kriegsmonats und des Austrocknens des Sees, der Flüsse und der Meere. Es ist eine Szenerie im Außen, jedoch bleib in deiner Mitte, bleibe bei dir. Dir kann nichts geschehen. Ja, und sie spricht halt auch davon, dass die Energien auch verhindern sollen, dass, ja, dass etwas mit uns oder dass die zu ihr kommen wollen, etwas geschieht. Die Energien sind also für uns, sagt sie. Und das ist ein sehr erhebender Augenblick, gerade heute an diesem Vollmond. Und es ist sehr beruhigend, sagt sie, zu wissen, dass ihr sie heute sehr gut verstehen könnt, dass es ganz tief in euch eingeht. Euer Körper werden eine bestimmte Umstrukturierung dadurch erfahren, dass in euch etwas freisetzen wird, was Freude, Euphorie und diese Dinge
Denn das Irreale wird verschwinden, wenn ihr in eurer Ruhe bleibt. Das Irreale hat seine Aufgabe getan. Und wir bewegen uns in einer Parallelwelt, gerade jetzt. So wie die Dunkelheit auch davon spricht, von einer Parallelwelt zu spricht, also das Licht auch von einer Parallelwelt. Und da sind die Aussortierten, die bereits also auserwählt worden sind. Also die auch von Anbeginn der Erde schon so dabei waren. Und natürlich auch deren Helfer und Helfeshelfer, die dazu beigetragen haben. Es ist nicht alles aus uns als Mensch herausgekommen. Euch wurde Wissen gegeben aus allen, aus anderen Bereichen, und dies jetzt zu vereinen, dass es jetzt also jetzt an der Reihe ist. Ja, und da gibt es halt keinen Streit und keinen Habgier oder Missmut mehr. Da herrscht Freude und Akzeptanz, sagt die Mutter. Es ist eine Zeit, sagt sie, die ist nicht ganz ohne. Und sie hat also auch ihre schönen Seiten, wenn du sie erblicken kannst. Und du wirst sie immer mehr sehen, denn in euren Schwingungsebenen befindet ihr euch bereits auf dem Weg zur neuen Erde. Und das sind dann die wunderbaren Momente in eurem Bewusstsein, die euch Stille und Frieden geben und die Harmonie in eurem Herzen zum Erwachen kommt. Ob ihr bereit seid, vielleicht für eine kleine Meditation mit der lieben Mutter. Also sollst dich möglichst bequem hinsetzen und deine Augen schließen und einfach da sein. Yo ma ye ho he yo ho, yo ko ye tu tu he yo ho, ay yo ho, wa na ri tu no ma tu, wa ha na tu ka ma ra tu. Fülle dein Bewusstsein in Liebe und Leichtigkeit. Vielleicht atmest du tief durch und atmest ein und atmest aus. Atme ein und atme aus. Du atmest lieber ein und atmest lieber aus. Du hältst deine Hände mit den Handflächen nach oben wie ein kleines Gefäß ineinander. Lasst euch fallen, setzt euch aufrecht hin und haltet eure Hände wie ein Gefäß.
Umato Dukkha und Umato Dosha. In dieses Gefäß legt jetzt die Mutter einen silber-ionisierenden Strahl direkt in deine Handflächen, die ihr wie ein Kelch haltet. Wari tutu chistoya mama. Und ihr spürt die Kraft des Lichtes durch eure Hände fließen bis runter in den Boden, wo eure Füße vielleicht nebeneinander stehen mögen. Eine Lichtsäule durch deine Hand durch zu deinen Füßen. Der Körper, der Geist wird jetzt ganz weit und öffnet sein Kronenchakra ganz weit von Harmonie und Frieden, von Zuversicht spürst du, wie du weit und offen bist. Ein goldener Strahl von silberfarben ionisierendem Licht. Ja, kannst du ihn wahrnehmen? Wie er durch dich wirkt? Diesen Strahl lässt du ein, lass ihn ein durch dein Gesicht. Dein Gesicht fängt gerade jetzt zu leuchten an. Bedanke dich bei deinem Gehirn, bedanke dich bei deinem Kopf. Fühl diese Leichtigkeit und den Frieden. Lass es weiter wandern. Lass es weiter durch deinen Körper wandern. Lass es gehen, einfach gehen lassen, das Licht einströmen lassen. Spürst du die Leichtigkeit und die Freude in dir, die Harmonie und den Frieden? Du bist bei dir. Verspürst, wie dieser leuchtende Strahl durch dich wandert und dir überall, wo du diesen Strahl wahrnehmen kannst, zum Leuchten beginnst, mit hellem, ionisierendem Licht, ein Licht der Freude und der Harmonie, Heilung und Zuversicht. Was für ein kraftvolles Geschenk, was für eine Liebe. Kannst du dich empfinden? Kannst du dich als Liebe empfinden? Wenn das Licht durch deine Arme, durch deine Hände strahlt, kannst du das empfinden? Deine Körperlichkeit? Deine Liebe zu dir? Lass das Licht fließen. Und du merkst, wie dieses hellstrahlende Licht, das durchs Kronenchakra Einlass findet, wie es reinigend wirkt in alten Beziehungen, wie es Konflikte löst, wie es heilt, wie es andere Menschen berührt. Dein Geist ist ganz weit ausgedehnt, weit über deinen Körper hinaus. Du kannst schon gar nicht mehr wahrnehmen, dass du in eine Lichtsäule stehst, sondern um dich herum, überall,
helles ionisierendem Licht und du bist der Mittelpunkt deiner selbst. Zeige Dankbarkeit für das, was du bist, indem du es wahrnimmst. Dein Gehirn, deine Augen, deine Ohren, deine Nase, dein Mund, dein Sprechorgan. Und sag einfach Danke. Danke, Körper, ich liebe dich. Dann lässt es weitergleiten, das Licht hinunter, ja, zum Kehlkopfchakra, in die Lungen rein, im Brustkorb, im Rücken, und du spürst die wohlige Wärme um dich herum. Merkst, wie es in die Arme herunterfließt, das Licht in die Hände. Ja, und vielleicht bedankst du dich bei deinem Oberarm oder Unterarm und bei den Fingern und sagst Danke, was ihr für tolle Werkzeuge seid, wie ihr mir die dient und mein Leben so schön macht. Danke, dass ich sie bewegen darf. Und ich danke euch, dass ihr heil und gesund seid. Ja, so eine Reise durch den Körper, meine Lieben. Also eine Reise durch den Körper, sagt die Mutter, ist eine Reise durch sie selbst. Denn ihr seid eins mit ihr. Und wenn ihr bei euch seid, so ist sie auch bei uns. Lass das Licht fließen, meine Lieben, durch euren Körper hindurch, bis tief hinab, über den Oberbauch, Unterbauch, an den Geschlechtsorganen vorbei. Und bedankt euch immer wieder, das ist ganz wichtig, und atmet ruhig, ruhig durchatmen. Geht mit dem Geist dorthin, an all eure Körperstellen, und egal was ihr da auch immer habt, sagt einfach Danke, ich liebe euch. Ich danke um die Heilung und Gesundheit meines Körpers, um die Funktionsfähigkeit meines Körpers. Und das ist eine Reise zu deinem Selbst. Es sind viele Evolutionsschichten, die wir gerade jetzt so durchleben, innerhalb kürzester Zeit. Und es sind Schichten, die eine besondere Bewandtnis in deinem Leben hervorgebracht haben. Ein Licht sozusagen, das entfacht worden ist in einer Zeit, wo man also nicht mehr an einem Licht geglaubt hätte, das kommt, das ist also durch dich entzündet worden und durch dein Bewusstsein bist du halt jetzt dieser Teil geworden, der das Dunkle auch erhält. Und das war auch dein Weg gewesen bis zu diesem Zeitpunkt, bis sich dein Karma erfüllt hat oder erfahren hat, genau. Und das war eine ganz super kurze Zeit,
denn du kannst dich nicht weiter erinnern als vielleicht bis 16 Jahre, weil die hier der Donau und manche vielleicht noch in die Kindheit rein, jedoch weiter scheint dein Vermögen nicht zu sein. Es weiter zurückzudenken. Wo die Dito Leute tuto Mama, wo die Kiga Mama Papa tuto Jusoto, wo Banas Dio Leute Koma. Und diese Aufhebungen, die jetzt stattfinden, sind ein großer Teil also Zukunft, in der ihr gehen werdet, denn dieses Erblicken oder dieses Durchblicken durch den Vorhang, das hat also bei euch schon zum großen Teil stattgefunden, je weiter ihr also euch dessen bewusst geworden ist, dass es also auch die Vergangenheit nur eine Illusion war, also ein Lernprogramm, um der zu sein, der du bist. Ja, okay, und das ist halt auch ein Teil dessen, was eure bewusste Bildung in der Zukunft also auch sein wird. Der Körper, der immer noch auf Reisen ist, also durch den Lichtsturm, den ihr jetzt gerade in dieser Meditation angestoßen habt, der Körper ist also auf jetzt auf Reisen. Und auch dieses Körperbewusstsein oder das körperliche Sein, es hat also seine höchste Energieform in der jetzigen Zeit, also sehr ausgeprägt. Und er will also auch gesehen werden und transformiert werden. Und das sind halt immer mehr Bewusstseinsausfälle, die, wo du meinst, du schläfst. Bei dir, Papi, du Mama, Papi, du Mama, du Papa. Also sie sagt, das ist so eine Art Kurzschlaf und das ist also in der jetzigen Zeit sehr wichtig scheinbar, dass diese Kurzschläfe also auch stattfinden. Denn dieses Austauschverfahren in dir, das, also, es läuft gerade momentan auf Hochtouren. Also für einen Tag so und einen Tag so. Und am besten noch so durch ein, sie sagt, durch einen Fleischwolf gedreht. Ist also lustig gemeint, sagt sie. So fühlt sich so mancher von euch. Und das hängt halt damit zusammen, da bestimmte Dateien noch nicht geschlossen sind. Das heißt, ihr seid noch zu sehr in alten Versteckungen drin. Und das ist also jetzt Zeit auch, es gedankt durch diesen Energien, dieses auch zu bereinigen. Und da wird sehr stark daran gearbeitet. Und die Veränderungen auf der Erde, sie werden also Höhepunkte oder Ausmaße erreichen, die wir nur am Rande also erleben werden. Und dabei spielt es dann so eine Rolle, wie stark du in irgendeinen Film einsteigst. Und damit spielst und auch Darsteller bist, die Dehydration. Und je härter wird es dich dann treffen, wenn du das also vorher nicht ablockst. Und wenn du es nicht machen tust, dann, also wird so Universum, würde die Mutter macht das, dass sie dich trennt. Denn sie möchte, dass sie, ob du unbeschadet bleibst in dieser Zeit. Es liegt also sehr in ihrem Herzen und in ihrem Bewusstsein, dass wir dieses gerade oder das
was gerade in uns abgeht, dass wir es in Ruhe angehen. Also im März werden wir einen Himmelskörper beobachten, ein außergewöhnliches Phänomen. Das ist so etwas wie ein also so ein Entladungsstrahl, der von unserer Erde ausgehen wird. Er bildet also ein Potenzial im Universum und das wird, also es kann auch in einer Druck- oder Schallwelle auf die Erde niedergehen oder beziehungsweise an die Planeten. Und das ist etwas, was also benötigt wird, um das Kraftfeld abzumildern. Es ist also ein sehr hoher Gewaltanteil und ein sehr hoher Lichtanteil, die sich gerade jetzt gegenüberstehen. Und dazwischen ist halt so auch ein Energiefeld entstanden, also das unbedingt abgeleitet wird. Also es werden Erdveränderungen stattfinden, jedoch nicht mehr in dem Ausmaß, wie es also vorgesehen war, ursprünglich, also aus der biblischen Erzählung. Und da werden also Kraftfelder abgeleitet von der Erde. Und das wird also so im März, denke ich mal, also sie sagt, im März ist das Kraftfeld also am stärksten konzentriert, also auf der gesamten Erde. Und es wird eine plötzliche Entladung geben, dieses Kraftfeldes. Also wir werden es alle merken. Um den 15., 16. und 17. März. Also es sind auch strahlende Strahlenbündel unterwegs zwischen 15., 16. und 17. März. Wird auch so etwas wie ein Pakt geschlossen oder wie eine Übereinkunft. Also das weitreichend also auf der Erde dann zum Ausdruck kommen wird. Und das wird dann ein erhebender Moment in einem jedem von uns etwas auslösen. Sie sagt für heute, dankt sie für euer Sein. Bitte denkt an eure Körperlichkeit und denkt, räumt eure Vergangenheit auf, das heißt, wenn es euch kommt, es auch loszulassen oder weiter Bestand zu haben. Also es ist eine wirkliche Herausforderung, gerade jetzt. Und das also Ungleichheiten zwischen den Menschen, also jetzt geschaut werden, das ist stark in unserem Bewusstsein verankert. Und du wirst vielleicht zu jemandem etwas sagen,
was du vielleicht vorher ihm nie gesagt hättest. Wie die Yogayanata. Und er wird dich anschauen und wird sagen, Spinti, wie leid dir immer, wie die Yogayanata. Nein, du spinnst nicht, das war die Wahrheit. Wollte dir Yogayanata. Und alle Enttäuschungen werden von dir genommen. Wo du in einer Täuschung warst. Yadukriyamata. Sie sagt uns, ob es jetzt genug war. Also, ob es jetzt auch genug war, in unserem Bewusstsein diese Schande oder dieses dieses Unverständnis weiter hinzunehmen. Und wenn es bewusst uns ist und wir genug davon haben, dann brauchen wir das nicht mehr anschauen und es wird auch aus unserem Bewusstsein verschwinden. Es wird nicht mehr existent sein. Also sollst du auch zu nichts zwingen. Es geschieht auch aus dir heraus in deinem Bewusstsein. Und sie sagt, sie war so heute gerne die Mutter bei uns. Ein kraftvoller Vollmond in dieser Zeit, wo euer Bewusstsein besonders vorbereitet ist oder vorbereitet wird, auf die kommende Zeit und eure Eröffnung oder Selbstschau. Also wo das, was ihr die ganze Zeit mit umgetan habt, eure Geschenke, die werden also jetzt für euch so gemacht, wie es richtig ist. Also eure Erfahrungen waren sehr wichtig. Und so wünscht uns eine gesegnete Zeit. Und sie sagt, seid in Gedanken bei euch. Seid in den Gedanken bei euren Lieben und segnet sie. Und das ist sehr viel Unterstützung. Eine Unterstützung, die ihr euch vielleicht in dieser Zeit gar nicht denken könnt. Weil sie so sehr gebraucht wird, gerade in dieser Zeit, indem ihr einfach das Licht bereithaltet für diese Menschen, die gerade weniger sehen können. Sie wünscht uns eine liebe und gesegnete Zeit. Sie hat auch ein Segen dagelassen und wir sollen also aufgespannt sein oder bereit sein in dieser Nacht. Ein kleines Geschenk, sagt sie. Wir wollen die Abschiedsformel sprechen. Und bei der Mutter zu sein. Om Namah Shivaya. Daikomiyo. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Namah Shivaya. Mutter, Vater, Sohn, Schöpfer, Gott, dein Wille geschehe. Daikomiyo. Heilung. Om Shanti. Gottes Frieden. Gottes Frieden. Von der Kraft des Lichts, von der Sonne, die strahlt, bist du in dir erwacht.
Vater und Mutter sind nun in dir vereint. Und du bist die Kraft, die er schafft. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Segnet diesen Tag wie all die anderen. Das Licht der Freude über dir wacht. Der Mond, die Sterne zu dir gebracht. In deines Himmelsreich, in deinem Garten wirst du deine Liebe. Sie wird auf dich warten. Deine Liebe, die du im Herzen trägst. Thank you.
Thank you.